Hallihallo und willkommen zurück bei Let's Play Sonic Adventure 2 Battle. Und ich entschuldige mich für das abrupte Ende der letzten Folge. Diese endete so früh, weil, beziehungsweise so abrupt, weil ich die Aufnahme komplett geschrottet habe, beziehungsweise die Aufnahme einfach abgebrochen ist. Ich habe keine Ahnung, ob ich da nur schuld dran war oder so. Auf jeden Fall tut es mir leid, dass ich mich nicht anständig verabschieden konnte. Was nun aber gar nicht so ein großes Problem darstellt, da ich jetzt wieder ohne diese bescheuerte Input-Verzögerung zocken kann. Das heißt, theoretisch müsste ich jetzt ein bisschen besser steuern können, wie man vielleicht auch schon sieht, dass ich hier nicht gegen alle Ecken knalle. Auf jeden Fall, wir sind stehen geblieben in Hidden Base, also der Stage namens Hidden Base, diesem Pyramiden-Level hier. Ziel ist es, den Eingang zu finden in die geheime Basis von Dr. Eggman. Und ja, ihr seht das Flair hier. Man darf übrigens nicht in den Treibsand reinfallen, den es draußen gibt, da ist man instant tot. Also man kommt auch nicht mehr raus oder so. Gibt's hier irgendwo was? Stinktier, super. Stinktiere in geheimen Räumen, da kann ich auch drauf verzichten. Da hinten ist eine Chowbox, das sehe ich, die muss ich holen. So. Kamera, dreh dich. Okay, da haben wir den Chow-Schlüssel. Weiter geht's. Da unten seht ihr übrigens den Treibsand, der mich sofort tötet. Ich bin schon echt gespannt auf die nächsten paar Level. Soweit ich mich erinnere, kommt da auch noch wieder was mit Sonic. Und zwar ein relativ schnelles Level, soweit ich noch weiß. Und das war relativ knapp. Okay. Hep! Geht doch! Viel zu erzählen gibt's eigentlich gar nicht in diesem Level. Es ist einfach nur Rumgehüpfe auf Plattformen. Hier bräuchte ich eben Mero, der wird das alles spielend hinkriegen und einfach nur durchrennen. Oder DK mittlerweile, der kriegt das auch richtig gut hin in seinen Hex. Boah, da muss ich noch eine ganze Menge üben für sowas. Hüpf, hüpf, hüpf. Und ich find's nach wie vor komisch, dass Tails sich da einfach... Ach, das sind Gegner! Ich dachte, das wären Tiere, die ich aufheben kann. Bloß durch hier. Aber ich muss sagen, ich bin gar nicht so oft getroffen worden, ja, bis jetzt. Es geht relativ gut. Eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Das Telefon stört mal wieder mitten in der Aufnahme. Mann, 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 Mann. So, komische Stachelbälle, die man... Ach, die kann man besiegen. Ich wollte gerade sagen, die man nicht besiegen kann. Und Tiere in Luftblasen. Boah, unser Chow. Sollen wir dem die ganzen Tiere geben? Ich glaube, das ist weniger das, was der unbedingt möchte. Gorilla hat schon Stil, aber alle Tiere gleichzeitig, naja, finde ich jetzt weniger praktisch bzw. gut. Wir können es ja den anderen mal geben. So. Hier geht's weiter. Durch die Tür. Und, ouch. Das kam überraschend. Die Affen werfen übrigens, so wie es aussieht, mit Bomben. Das wusste ich gar nicht. Ich erinnere mich an den ganzen Mist nicht mehr. Ich komme mir vor wie der totale Volltrottel, wenn ich das Spiel hier spiele. Obwohl ich das schon so oft gezockt habe. Hatte mit Tails, glaube ich, sogar alle Missionen durch. So. Durch diese Tür. Ich weiß nicht, ob man bei der anderen Seite auch durch hätte können, aber... Keine Ahnung. So. Sieht ja ziemlich nach einem Labyrinth aus hier unten, oder kann ich... Ja, okay, ich kann einfach durch. Zieh dich hoch! Los, was ist das überhaupt für eine Statue da im Hintergrund? Die muss ich mir mal anschauen gleich. So, Kamera... keine Affen, bitte. So, kann ich da irgendwie hingucken? Ja, sieht man nichts Besonderes. Vielleicht, wenn ich weiter oben bin. Und, hepp. Das ist ein Gegner, glaube ich. Oder auch nicht, wenn nur eine Fahne. So, ach, das ist... Oh, Eggman, der Freak. Nimmt die antiken Statuen und macht die Köpfe wie seinen Kopf. So ein eingebildeter Typi. Auch wenn er intelligent ist, er ist verdammt eingebildet. So. Geh kaputt. Geht alle kaputt. Gibt's hinten irgendwas Besonderes? Ja, hier muss ich lang, glaube ich. So. Es läuft doch überraschend gut hier, muss ich sagen. Oben durch, da ist ein Gegner, das habe ich genau gesehen. Auch wenn ich durch die Wand geschossen habe und das nur dadurch gesehen habe. Aber ich habe es gesehen, da war ein Gegner. Hoch hier! Das war nicht unbedingt optimal. Und weiter hoch! Kamera, wo bin ich? Na,
Mann, verdammt. Ich hab mich nicht mehr gesehen. Ich wollte eigentlich wieder zurück nach unten. Und, oh, jetzt sind wir wieder hier. Was soll denn das? So ein ganzes Stück, das ich verloren habe auf die Art. Also ein guter Rang wird das definitiv nicht mehr. Ich bin glücklich, wenn das kein E ist jetzt. Jetzt beeile ich mich aber. Muss ich nicht mehr die ganze Stage anschauen. So. Schießen, 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 zerstören. Ach, hier kann ich einfach stehen bleiben. Das wusste ich gar nicht. Hier muss ich außen lang. So. Hier durch. Hier oben auch zerstören. Durch diese Tür durch. Und hier sind wir wieder in dem Raum, wo wir krepiert sind. Beziehungsweise wo ich krepiert bin. Ihr seid ja nicht so schlecht wie ich. Also. Ich glaube, mein Fehler war, dass ich nicht genau... Ich hatte nicht alle von den umgehauen. Jetzt kann ich hier hoch. Stirbt Affen. Und mich hier hoch katapultieren lassen. Und durch diese Tür. Und na, so kurz vom Ziel bin ich gestorben. Das ist doch frustrierend. Wie auch immer, hier sind wir im Ziel. Null Ringe. Oh mein Gott. Total Score 6600. Wenn das kein E ist, na, sag ich doch. So, jetzt kommen wir erstmal in unsere... Na, wir bekommen erstmal das Emblem. Und danach kommen wir in die Chao World. La 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 la. Ladezeiten sind manchmal ein bisschen nervig. Wenn auch, ich muss sagen, es gibt Spiele, die um einiges länger laden. Von daher will ich jetzt nicht großartig meckern. Mr. Zwei-Schwanz-Helikopter, los, beeil dich. So, jetzt ist nur die Frage, welches Tier geben wir wem? Wir haben ja so ziemlich nur Tierdinger. So, und wir haben da einen Kürbis rumliegen. Der ist wohl schon so ein Katzentypi. Wieso schaut der so traurig? Hm. Egal. Und das ist unser Affenschau, während wir... Ach, diesem komischen kackbraunen Gesellen. Der hat keine Beine. Was ist das für ein Schau? Der ist ein Geist. Was zur Hölle? Der wird jetzt zum Pinguin. Oder zum Stinktier. Mir egal. So. Und das ist so ein komischer Otter. Hier sehe ich aber sonst nichts mehr, was ich weiter verteilen könnte. Außer, dass ich jetzt noch dieses Stäbchen... ich meinte das nicht. Dass ich dieses Stäbchen noch unserem Gorilla geben kann. Genau dem da. Und was ist mit dem Typ hier los? Na, Wurst. Und weiter geht's in der Story. Die ist doch viel besser als der Chao-Garten im Moment, finde ich zumindest. Pyramid Cave mit Sonic. Infiltriere Eggmans geheime Basis. Ah, endlich ein Sonic-Level, wo ich mal ohne Inputsverzögerung spielen kann. Dann geht's jetzt los. Ich glaube, das gibt Punkte, wenn wir da durchhüpfen. Nice. Das hätte ich so machen können, genau. Hier vielleicht in der Wand entlang rennen. Es gab sogar ein Leben jetzt. Da hätte ich durchgekonnt. So, in diesem Level gibt es einige Besonderheiten, nämlich, dass es solche Sanduhren gibt, die mich durch die Türen gehen lassen. Und ich muss jedoch innerhalb einer bestimmten Zeit durch die Türen dann gehen, sodass ich nicht krepiere dran. Zack. Und zack. Sanduhr. Beeil dich, Sonic. Go, go. Also diese hinteren Level gefallen mir besonders, muss ich sagen. Außer, wobei diese... Bounce Bracelet. Das ist ja cool. B-Knopf im Sprung drücken, um die Bounce Attack einzusetzen. So, dann probieren wir die gleich mal aus. Oh. Das war nicht gut. Wieso verfolgt den Sonic nicht, sondern fliegt in die Wand, wenn ich das mache. Das ist übrigens die Bounce Attack. Hier ist eine Chao-Box, die hole ich mir, bevor ich irgendwas anderes mache. Her damit! In der Luft kann ich mich mit einem Sprung übrigens retten, wenn ich weggeschossen werde. Das ist relativ praktisch. So. Und hoch. Genau so ging das. Das war zwar relativ knapp, aber egal. Und diese Schlüssel hier, nenne ich jetzt mal, die muss man auf diese Plattform bringen. Die fügen sich automatisch ein und man kann durch die Tür durch. Weiter geht's! Hier an der Seite gibt es, glaube ich, das
Wieso hat Sonic den Geist verfolgt? Das bringt's doch gar nicht. Nein. Hier lang. Ich hätte auch einfach grinden können, ja. Müsst ihr mir nicht sagen, ich hab's gerade gesehen. Da hoch. Nicht die Attacke machen. Zu verfolgen. Wieso, ja, da hinten ist der Schlüssel, genau das meinte ich. Weg mit dir, Geist. Du hast hier nichts verloren. So. Hier muss ich, ich weiß nicht, ob ich deaktivieren kann, indem ich dagegen springe. Ja, das klappt. Dann müssen wir uns jetzt beeilen, oder gibt es denn keine Tür mehr? Ich glaube, ich kann mit dem Schlüssel sogar Gegner abwerfen und, die kriegen dadurch dann ordentlichen Abzug. Aber das lasse ich jetzt mal. Ich will es gar nicht erst probieren. Dann wird die Tür geöffnet. Und Schau will uns wahrscheinlich sagen, dass wir damit die Tür öffnen können. Aber das wissen wir ja sowieso. Na. Das war äußerst schlau. Ich bin mir sicher, dass wir das nicht mehr schaffen. Vor allem, weil ich nochmal zurück auf die Uhr gesprungen bin, um sie mal zu aktivieren. Du Geist! Du erwischst mich nicht. Ja, geschafft. Sonic, na sag mal. Kannst du nicht mehr verfolgen oder was? Weiter geht's. Hier muss ich drüber mit dieser Bounce Attack. Nehme ich zumindest mal schwer an. Yo. Vielleicht hätte ich auch drunter durchgekonnt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber egal. Looping. Also dieses Level macht schon mal definitiv sehr, sehr viel Bock. Da ist der goldene Gegner. Na, das war ein Leben, aber das interessiert uns nicht, denn wir werden jetzt hoffentlich nicht mehr sterben. Hoffentlich. Das ist meine Traumvorstellung. Die ganz sicher nicht in Erscheinung tritt, so rum. Ich glaube fast, wir nähern uns dem Ende. Und wir sehen auch nicht viel von der Map hier. Yo, das ist das Ende. Und ich verfehle natürlich den Gaul-Rang. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein besonders guter Rang wird. Aber auch, dass es kein Rang E wird. Da bin ich mir ebenfalls relativ sicher. Na. Na, Rang C. Immer dieser Rang C. Ich würde mal gerne ein paar Bs und As sehen hier. Emblem Nummer 11. Und haben wir überhaupt irgendwelche Tiere und so bekommen, die wir unserem Ciao geben können? Mal schauen. Komm schon. Ciao, Bird. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Geht doch. Ah. Das war extrem gut gezielt. So. Wir können danach übrigens auch mal in den dunklen Schaugarten schauen, wenn ihr möchtet. Was ist das denn für ein Kollege? Der sieht auch nicht so schlecht aus. Der kriegt jetzt von uns Drachenflügel, sag ich schon. Ganz normale Flügel. V kann dann wohl auch nicht mehr schaden. Wobei, den V kriegt unser komischer Tierableger. Diese gelbe Röhre können wir unserem geben. Der das mal wieder nicht ist. Das ist der Pende Grinse-Chow. Wie immer. Unserer planscht gerade im Wasser und kann nicht schwimmen. So ein Bauer. Was geht er auch ins Wasser, wenn er nicht schwimmen kann? Doch. So, und da gehen wir wieder. Ciao-Daten werden gespeichert. Das freut mich doch. Wie geht's weiter? Looks like we're heading toward the center of the base. That egghead sure loves mechanical things, doesn't he? I'll bet he has one or two spaceships lying around here somewhere. The door is locked. We need a key to get in there. No problem. We can find it. Right, Knuckles? What? Why do I have to find the key? We're counting on you, buddy. The world's greatest treasure hunter. Oh man, ein Level mit Knuckles. Death Chamber. Drei Torschlüsse. Wieso müssen das drei sein? Kann das nicht einfach nur einer sein?